Hallo, ich bin ESA-Astronaut Matthias Mauser und zurzeit befinde ich mich in meinem Homeoffice, weil das Astronautenzentrum in Köln wie auch viele andere Arbeitsplätze geschlossen hat. Aber dank Computer und Telearbeitsplatz kann ich wunderbar mit meinen Kollegen zusammenarbeiten. Ich kann mich auch alleine beschäftigen. Hauptsächlich geht es darum, dass wir momentan die Rückkehr zum Mond planen. Ich bin Verantwortlicher für eine Mondtrainingsanlage hier im Astronautenzentrum in Köln und das lässt sich auch über Videokonferenzen und Internetzusammenarbeit vorbereiten. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch in 1,5 Jahren selbst in den Weltraum fliegen und deswegen muss meine Mission ein bisschen vorbereitet werden. Ich lasse mich da inspirieren von der tollen Mission von Luca Parmitano, der jetzt ja gerade zurückgekommen ist. Natürlich auch von Alexander Gersts Mission. Und aus dem Weltraum raus möchte ich natürlich auch später mal schöne Fotos machen, genauso tolle Fotos wie Thomas Pesquet, der direkt vor mir fliegen wird und mit dem ich hoffentlich dann zusammen im Weltraum zusammenarbeiten darf. Ich habe auch noch ein paar Literaturtipps für alle diejenigen, die gerne lesen. Das mache ich auch abends oder am Wochenende, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe und fertig mit meiner Arbeit bin. Da gibt es ganz tolle Bücher. Ein Buch ist ein Klassiker, 20.000 Meilen unter dem Meer. Das ist von Jules Verne. Das hatte ich gelesen, als ich auf meiner Nemo-Mission 16 Tage wirklich unter der Meeresoberfläche gelebt habe. Nicht 20.000 Meilen, bei mir waren es nur 20.000 Millimeter, das sind nämlich genau 20 Meter. Und ja, das war zur Vorbereitung unserer Mars-Exploration. Dort haben wir neue Konzepte ausprobiert und in der Freizeit habe ich dann dieses Buch gelesen. Und ein ganz tolles Buch, ist auch signiert von allen Missionsteilnehmern. Ein ganz tolles Buch, was ich momentan lese, was mich inspiriert, ist auch so ein bisschen Geschichte, Hintergrund, die Himmelsscheibe von Nebra. Dieses Buch zeigt ganz toll, dass die Menschen vor 3600 Jahren hier in Deutschland schon sehr viel Wissen hatten über die Abläufe im Himmel, Mondbewegungen, auch die Plejaden, Sonnengang und so weiter. Und die Menschen hatten sich damals schon mit diesem Thema Weltraum, Kosmos beschäftigt. Das war ganz wichtig damals schon. Es hat die Menschen schon immer inspiriert und ich denke, da können wir auch sehr viel von lernen. Gleichzeitig muss ich in meinem Homeoffice natürlich auch weiterhin lernen. Das ist hauptsächlich einmal Sprachen. Ich muss ja auch Russisch sprechen und auch fit bleiben mit Russisch. Deswegen habe ich meine Russischbücher dabei. Aber online habe ich auch noch mal Sprachunterricht mit meiner Lehrerin. Ja, so beschäftige ich mich und ich hoffe, euch wird es zu Hause auch nicht langweilig. Alles Gute, bleibt tapfer und zusammen schaffen wir das.